Herzlich willkommen, guten Abend erstmal hier. Heute mal wieder live bei RTN Real Jorge Santos. Und viele werden die Gegend hier ja schon kennen. Und wie ihr seht, haben wir auch schon eine konstante Präsenz an hier anwesend. Das K2-Meter schlägt wieder volle Pulle aus. Und wir haben heute auch wieder was Neues für euch. Was für uns nicht ganz so neu ist und für die, wo unsere Videos gucken, ist es auch nicht mehr so ganz neu. Eine neue App, die lassen wir jetzt starten und werden wir gucken, ob wir Kontakt mit der Geisterwelt aufnehmen können. Eine Präsenz anwesend, der mit uns reden möchte, der kann sich jetzt über die neue App hier bewerbbar machen. Und wie er bestimmt bemerkt, ist es jetzt hier sehr, sehr windig und kalt, obwohl es die ganze Zeit warm war. Also, mein Name ist Guido, neben mir ist die Silvia. Wir kommen in friedlicher Absicht und wollen uns nur mit euch unterhalten. Es wird immer windiger. Möchte sich jemand mit uns unterhalten? Reden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Silvia. Wie ist deiner? Magst du uns verraten, was hier passiert ist? Eine weibliche oder eine männliche Präsenz? Nein. Eine männliche.
Magst du uns verraten, wie du heißt? Möchte. Hallo, wie? Magst du uns verraten, wie du heißt? Das kann 2 Meter stärker ausschlagen lassen. Oder über die App reden. Oder dich vielleicht in der Kamera mal zeigen. Hey, so kalt ist es doch nicht, aber mir fallen bald die Finger ab. Fällt euch schwer, hier mit uns zu kommunizieren über dieses Gerät, über diese App? Thank you.
gleich mit uns über die andere App unterhalten. Hast du da gesagt K2? Mhm. Dann lass doch das K2 Meter noch stärker ausschlagen. Aber wir wissen, dass du hier in der Nähe bist. Kannst du es noch stärker ausschlagen lassen? Guten Abend. Bist du hier? Wo hier? Siehst du, dass der meine Hände so kalt werden lässt? Ja. Berührst du gerade die Hand von Silvia? Der versucht dich zu kitzeln. Der kann er lang kitzeln. Ich bin nicht. Gefällt euch unsere neue App? Oder sollen wir lieber die andere App annehmen? Ja, habe ich verstanden. Okay, wir werden doch die andere App aufbauen. Extra für euch. Deine Tochter? Was ist mit deiner Tochter? Eine Präsenz da, der uns erkennt. Guido, Silvia. Wir waren schon mal öfters hier.
Ich bin's. Wer bist du denn? Ich würde gerne mit uns unterhalten. Wir sind doch für euch da. Kurt? Ja. Hallo. Magst du uns deinen Namen verraten? Wir machen diese App mal aus, wir probieren mal die andere App. Extra für euch. Guten Abend. Präsenz. Was willst du uns damit sagen? Frage mich, das tue ich ja. Was ist dir widerfahren? Du hast Geheimnisse. Was denn für Geheimnisse? Willst du uns deine Geheimnisse uns anvertrauen? Allein habe ich verstanden. Kleine Geheimnisse oder was? Oma. Wie ein elektrischer Schlag. Wie wenn jemand mein Handy aufpasst und mit einem gepratzt kriegt. Suchst du deine Oma? Wie zu spät? Ist nie zu spät. Für sowas ist es nie zu spät. Ich habe mich heute mit meiner Mama, mit Theo, unterhalten. Mit der Sabrina. Es ist nie zu spät. Wenn es zu Hause sind, dann ist es rein.
Das ist ja cool. So, hier irgendjemand anwesend, der sich mit uns unterhalten möchte. Ist es euch heute zu kalt, zu windig? Ja, man muss auch Geduld haben und Glück, ne? Ja, aber... Das klappt nicht immer richtig. Mm-mm. Das ist es ja. Da haben wir da zu Hause mehr Präsenz als hier. Es ist noch zu kalt. Sollen wir gehen? Das war ein kurzer Leitstrom, aber... Wünscht ihr, dass wir gehen? Sollen wir euch hier in Ruhe lassen? Oder ist das zu früh? Ja, würde ich auch sagen. Naja, egal. Ich schau mal, wie sind wir da mal in der Zeit, wie viele Autos weiter. Nun ja. Gespräch ist ja heute mit. Also hier auf alle Fälle mal. Möchtet ihr euch später mit uns bei uns zu Hause unterhalten? Wenn ihr das wollt, dann gibt keine Antwort. Wenn ihr das nicht wollt, dann gibt Antwort. Okay. Klare Antwort. Klare Aussage. Mhm. Na dann. Mama feier uns, ne? Ja, dann wünsche ich euch was. Hier im Livestream. Bis dann. Ciao, ciao.